Kein Bock auf die Hurensohn-Schule. Ja, damals bin ich frühs aufgewacht, hab mir erstmal dreimal die Schlummertaste gedrückt, hatte keinen Bock auf den Tag, ich hatte keinen Bock auf irgendwas, ich wollte einfach meine Ruhe haben, ich wollte zocken, ich wollte meine Zigaretten mir reinziehen und ja, ich kann es eigentlich jetzt heute gar nicht mehr hören, wenn Leute jammern, also dieses ständige, oh, ich hab keinen Bock auf das und ich hab keinen Bock auf das, ja mein Gott, dann geh dich doch vergraben. Ich meine, ich müsste dafür echt viel Verständnis zeigen, weil ich mal selbst so war, aber mittlerweile hat sich meine Einstellung so krass verändert, der Sport, der hat mir da wirklich dabei geholfen und ja, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der früh aufsteht und denkt, juhu, ich darf aufstehen, ich darf arbeiten, ich darf heute trainieren gehen. Ja, okay, aufs Training freue ich mich mittlerweile tatsächlich. Hey, aber hör doch einfach mal auf zu jammern, was ist denn das für eine Scheiße, was bringt dir das denn? Ich habe früher so viel Zeit verbracht mit Jammern, anstatt einfach mal die Sachen anzupacken und mir zu sagen, ey, jetzt geht's ab, verdammte Scheiße. Ich denke mittlerweile, also ich gebe euch wirklich den Tipp, denkt nicht drüber nach, ob ihr heute ins Fitnessstudio geht. Macht's einfach. Wenn ihr arbeiten wart, geht nicht nochmal heim. Geht nicht nochmal heim, bitte. Geht einfach direkt nach der Arbeit oder nach irgendwas anderem, keine Ahnung. Geht einfach zum Sport, ohne nach Hause zu gehen, weil dann geht ihr eh nimmer. Und ich kann auch nicht mehr die Ausrede hören, ja, ich habe keine Zeit, um ins Training zu gehen. Wie, du hast keine Zeit? Was machst du denn den ganzen Tag? Arbeitest du? Arbeitest du so viel, dass du den ganzen Tag nicht mal eine Stunde oder anderthalb Stunden ins Fitnessstudio gehen kannst? Wie? Hä? Was machst du denn? Das verstehe ich nicht. Wie, du hast keine Zeit? Ich habe Familie, ich habe das und das. Ja, meine Fresse, du hast Familie, dann stehst du halt eine Stunde früher auf und gehst eine Stunde früher ins Fitnessstudio. Oder schaust einfach mal abends kein verdammtes Netflix, gehst einfach deswegen stattdessen trainieren. Woo! Wenn du irgendwas erreichen möchtest, dann reiß dir den Arsch dafür auf und jammer nicht rum, oh, und das hat deswegen nicht geklappt und das hat deswegen nicht geklappt. Nein, nein, wegen dir hat es nicht geklappt. Du hast versagt, du hast verkackt, du musst dich anstrengen. Hey, ich esse jetzt seit 3 Wochen jeden Tag meine 2000 Kalorien und hock hier am Abend. Ey, ich bin jemand, ich esse echt gern viel und ich hock hier und denke mir, scheiße, hab ich jetzt Hunger. Und dann kommt wieder mein Kopf und sagt, nein, verdammte Scheiße, du hast das Ziel und du erreichst es jetzt. Und du isst nicht mehr als 2000 Kalorien und 2000 Kalorien ist echt wenig. Wer das schon mal gemacht hat über einen längeren Zeitraum, der wird mich vielleicht verstehen. Ich habe wirklich, jeden Tag hocke ich hier und habe Hunger und versuche mich irgendwie abzulenken, versuche irgendwas, keine Ahnung, Wasser zu trinken oder was auch immer, mich irgendwie abzulenken, dass ich nicht an diesen scheiß Hunger denke. Und wenn du dir das in den Kopf setzt, dann schaffst du das auch. Da bin ich mir zu 100% sicher. Setz dir einfach mal ein Ziel in den Kopf und zieh's durch. Egal was passiert, du ziehst es durch. Scheiß drauf, ob da irgendjemand dazwischen kommt. Nein, du bist jetzt einfach mal egoistisch und sagst, ich ziehe dieses Ziel durch. Und wenn du es einmal schaffst, das Ziel durchzuziehen oder einmal irgendwas erreichst und denkst, wow, geil, yeah, jetzt kann ich mir auf die Schulter klopfen, dann wirst du dir immer wieder neue Ziele stecken und dann kommst du irgendwann in den Flow und denkst, wow, ich bin so geil. Nein, Spaß, ich will jetzt nicht hier voll übertreiben, aber nee, ich habe von heute auf morgen mit dem Rauchen aufgehört. Ich war jeden Tag fast am Heulen, weil ich unbedingt rauchen wollte. Okay, nach 3 Tagen ging das dann los, nach 2, 3 Tagen. Ich war jeden Tag umgestanden und dann, oh, ich will eine rauchen, verdammte Scheiße. Da, und ich bin echt halb am Eskalieren gewesen. Ihr könnt meine Schwester fragen, die kann sich da noch dran erinnern. Das ist jetzt mittlerweile auch schon 5 Jahre oder so her oder 4 Jahre. Keine Ahnung, ich bin mir gar nicht sicher, ich will es ja gar nicht wissen. Kein Bock auf die Hurensohn-Schule. Ich würde jetzt echt lieber farben oder so. Oder zocken, oder Trampen machen. Ja, und dann habe ich mir das in den Kopf gesetzt und ich war am Verzweifeln, aber zieht es durch, es lohnt sich, Leute, es lohnt sich, Mann, es lohnt sich. Dann mit dem Trinken aufgehört. Alle meine Freunde haben gesagt, ey, jetzt kannst du mal wieder was mit trinken, es ist doch nicht schlimm, mal ein Bier oder sowas, das geht schon, kein Problem und das macht nichts und es ist nicht schlimm, wenn man mal was trinkt. Nein, ich habe mir das Ziel gesetzt, ich trinke keinen Alkohol und ich habe dadurch Bekanntschaften verloren, ich habe dadurch Freunde verloren. Aber ich habe mir das Ziel gesetzt, du trinkst keinen Schluck Alkohol und dann habe ich keinen Schluck getrunken. Und wenn mich mir jedes Wochenende die Leute auf den Sack gingen, oh, trink doch mal was. Nein, ich habe nichts getrunken. Ihr müsst da einfach stark bleiben, egal was die anderen sagen. Setz das verdammt nochmal um, was du dir in den Kopf gesetzt hast.
Du trinkst nichts, dann wird auch nichts getrunken und dann gibt's da keine Ausnahmen. Du gehst jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio, dann gehst du jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio. Es gibt keine Ausreden. So, meine kleine Ansprache hier zum Beginn des Videos. Ich möchte euch herzlich zu einer neuen Folge von Walross zum Fibo-Boss begrüßen. Ich sehe gerade 6 Minuten Rohmaterial. Ich bin mal gespannt, wie viel das am Ende ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Jetzt kommt erstes Intro. Ja, bis gleich. Viel Spaß. So, ich nehme jetzt hier eine Hellfire Fettburner Kapsel. Ist so eine Art, ja, Fettburner Booster, keine Ahnung, whatever. Ist Koffein drin, das nehme ich jetzt und dann geht's auf nüchternen Magen ins Gym. Kurze Information, Fettburner werden euch kein Fett verbrennen lassen, werden euch nicht die Pfunde purzeln lassen, sondern ich nehme das einfach nur, weil das mir einen kleinen Push gibt und ich dann motivierter bin. Ich bin sowieso schon motiviert, aber dann ist es noch geiler und ja, ihr nehmt ab, wenn eure Ernährung stimmt. Ey, wen haben wir denn hier am Start? Und hast du schon mal Booster genommen? Nein. Okay, ich habe jetzt auch mal Citrullin drin. Okay, zeig. Na, ja, mein Booster ist blau. Das riecht mal. Das ist nur. Kannst gerne probieren. Alter, hast du irgendein Halsschmerztabletten genommen oder sowas? Ha? Du riechst nach Hustensaft oder so. Ich habe vorhin schon einen Bonbon gelutscht. Ah, okay. So, wie heißen die? Fisherman's Friend. Ja, Alter. Boah, heftig, ey. So, wir nehmen jetzt noch Citrullin und AKG von Ironmix. Natürlich. Willst du eine oder zwei? Drei. Da kriegst du drei. Ich hab doch schon. Ach ja, krass. Eine brauche ich. Okay. Gib mir eine und du kriegst zwei, okay? Okay. Ich nehme aber drei Citrullin. Ich habe hier drin schon ein Citrullin. Ja, okay. Und hier mit der Ironmix-Flasche. Weißt du, was mich an anderen solchen Galonen übelst ankotzt? Dass die so einen großen Verschluss haben. Aber bei der ist mega geil. Die haben so ein kleines Ding. Da kann man voll geil durch. Das stimmt, ja. Das ist voll geil. Ich habe doch keinen Booster noch genommen. Ich halte doch mal Wort, wenn ich das sage. Ja, ich weiß schon. Boah, die sind so groß. Ich habe früh drüber über meine Vergangenheit ein bisschen gelabert. Okay. Und dass die Leute nicht immer rumheulen sollen und so Ausreden finden sollen. Das stimmt, also Ausreden gibt es eigentlich nicht. Und besonders ich habe keine Zeit. Das habe ich auch gesagt. Mir hat immer mal Zeit reingegeben. Wenn dann sagt, lieber, ihr habt keine Lust, weil das trifft es eher. Ja, oder steht es euch ein, dass ihr es nicht machen wollt, ja, und so. Oder, aber ich habe das auch gesagt mit der Zeit, dass es mich auch ankotzt, wenn jemand sagt, der hat keine Zeit. Vor allem, wie keine Zeit? Was machst du denn den ganzen Tag? Arbeiten oder was? Wie kann man ja, aber ihr arbeitet doch nicht 7 Tage die Woche, 24 Stunden oder was. Klar, braucht man mal Schlaf, aber so. Aber irgendwann hat man mal Stunde. Geil, doch, ich hab dich lieb. Wir gehen jetzt ins Gym. Tschüss. Ciao. So, Training ist durch und jetzt kommt das Schönste am ganzen Tag. Ich habe mir die Regel gesetzt, wirklich nur einen am Tag zu essen. Imperios im Geschmack, Erdnusskaramell. Wird nicht langweilig. Ich kann 5 am Tag essen, wirklich. Hammergeil. So, was gibt's hier Gutes zu essen? Nice! Hähnchen! Und Hähnchenkassler! Ich habe mich jetzt schnell fertig gemacht, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel Zeit. Deswegen nehme ich mir jetzt noch so einen Proteinshake Ready to Go von Ironmax mit Vanillegeschmack. Schmeckt mega geil, so wie Vanillepudding oder so. Das ist optimal für unterwegs. Und jetzt, ich lasse die Kamera da, ich melde mich dann, wenn ich wieder zu Hause bin. Ciao Leute, Piu! So Freunde, ich bin wieder daheim von der Arbeit und ich möchte noch ein paar Leute begrüßen und zwar die Vanni 2602, dann die Selina Schulze, dann der Serge X hat geschrieben, bitte grüße mal Jonas, Tim, René, Osman und Timmy, wir lieben Simon. Ey, cool, Dankeschön, also Grüße an Jonas, Tim, René, Osman und Timmy, Dankeschön, das freut mich sehr. Und noch Grüße raus an die Enya. Und jetzt gönne ich mir noch ein bisschen weißes Mandelmus, zieh mir das noch rein. Hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Könnt auch noch kostenlos meinen Kanal abonnieren. Würde ich mich sehr freuen. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Yo, ich zeige euch mal, wie ich das mache. Ich liebe das einfach. Das ballert einfach. Ciao, Leute. If you want